Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal ein etwas privateres Video für euch. Ich gebe euch etwas privatere Einblicke in meine Vergangenheit. Anlass dafür ist ein Kommentar, den ich unter einem Video gefunden habe. Ich lese es mal vor. Liebe Silke, mit Freude habe ich dieses interessante Video angesehen. Vielen Dank dafür. Ich weiß leider nicht mehr, welches Video das war. Ich hatte mir das rauskopiert. Eine Bitte hätte ich. Könntest du vielleicht mal ein ausführliches Video darüber machen, wie du aufgewachsen bist? Was hast du früher gegessen? Welche Einstellung hatten deine Eltern? Gab es eine Zeit, in der du noch gerne Fleisch gegessen hast? Was war dein Lieblingsessen als Kind? Was für eine Schule hast du besucht? Gibt es Kinderfotos von dir, die du uns zeigen kannst? Fragen über Fragen? Über so ein Video würde ich mich wahnsinnig freuen. Und da habe ich mir gedacht, so um die Weihnachtszeit passt das ganz gut, mal euch ein paar privatere Einblicke zu geben und auch ein paar Fotos aus meiner Vergangenheit hier mit einfließen zu lassen. Ich werde die Fragen nach und nach abarbeiten und beantworten. Vorher gibt es noch so eine kleine Einleitung. Ich bin in einer kleinen Stadt im Erzgebirge in Sachsen aufgewachsen. Ich habe in einem Stadtteil gelebt, was größtenteils umgeben war von Wäldern und Wiesen, eine hügelige Landschaft, wie das eben so typisch ist für das Erzgebirge. Und es war wirklich eine sehr schöne Umgebung, um als Kind aufzuwachsen. Ich würde sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Es gab einmal ein einschneidendes Erlebnis, da war ich so 10, 11 Jahre alt. Das hatte ich auch schon mal in einem Video vor einigen Jahren erwähnt. Ich glaube, da ging es um emotionale Entgiftung. Ich wurde so mit 10, 11 Jahren entführt. Jetzt nicht für lange, es waren vielleicht 30, 45 Minuten, maximal eine Stunde. Und das habe ich mittlerweile aufgearbeitet. Damals habe ich das als Kind auch total verdrängt. Das war für mich wirklich sehr tiefgreifend, erschütternd. Mit 17 kam diese Erinnerung wieder hoch und ich hatte wirklich lange Zeit zu tun, um das wirklich vollständig aufzuarbeiten und loszulassen. Das ist mir vor einiger Zeit gelungen mit verschiedenen Methoden. Abgesehen davon bin ich wirklich sehr behütet aufgewachsen in einer ganz normalen Familie. Meine Eltern sind ganz normale Leute, normal in Anführungsstrichen, aber so wie die meisten Menschen in unserem Umfeld damals. Ich bin mit einem 4 Jahre jüngeren Bruder aufgewachsen. Ich bezeichne mich manchmal gern als das schwarze Schaf in der Familie, nicht nur in meiner Kernfamilie, sondern auch in meiner weitläufigen Familie, weil ich viele Dinge komplett anders lebe als meine Familie, was die Ernährung angeht, ein gewisses Bewusstsein, ein gewisses Denken, wie ich mit meinen Kindern umgehe, was ich für meine Kinder befürworte und was nicht. Da bin ich wirklich so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie und ich sehe mich eher so, dass ich gewisse Glaubensmuster, gewisse Konditionierungen, gewisse Programme in meiner Familie durchbreche und das komplett anders mache. Auch was gerade diese C-Thematik angeht, ich bin die Einzige, die noch keinen Pieks hat in meiner Kernfamilie. Also die anderen drei haben sich eben dafür entschieden und ich verweigere das. Ich habe meine Kindheit viel draußen in der Natur verbracht, in Wäldern, auf Wiesen. Wir hatten ja auch ganz tolle Winter. Januar, Februar war ich immer von Schnee geprägt, also ich kenne das gar nicht anders. Und da haben wir Buden, so Schneebuden gebaut, wir waren Skifahren. Ich liebte es, Ski zu fahren im Winter durch die Wälder. Das war eigentlich wunderschön. Wir sind auf Bäume geklettert. Damals in dem Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, gab es so viele Kinder. Wir waren immer draußen. Also wenn ich heute in dieses Wohngebiet schaue, da sieht es leider ganz anders aus. Und wir haben wirklich die Zeit viel draußen verbracht, ganz anders als die heutige Kinder- und Jugendgeneration, die auch viel drin verbringen, vom Handy, vom PC. Und das ist wirklich ein großer Wandel erfolgt. Und ich würde mir wünschen, dass die Kinder und Jugendlichen wieder gewisse Werte für sich entdecken oder auch wie wohltuend es ist, sich draußen außerhalb der vier Wände aufzuhalten und sich viel mehr in der Natur zu bewegen und sich viel mehr in der Natur zu beschäftigen. Die erste Frage war, was hast du früher gegessen? Ich hatte schon erwähnt, ich bin im ganz normalen Haushalt aufgewachsen, ganz konventionell. Und ich bin ja die ersten 13 Jahre in der DDR groß geworden. Da gab es natürlich ein ganz anderes Angebot an Lebensmitteln, als wir das heute so kennen oder auch als damals im westlichen Deutschland. Jetzt zurückblickend finde ich eigentlich schön, dass wir, was Obst und Gemüse angeht, wie immer eine regionale, saisonale Auswahl hatten. Es gab Äpfel, Kuba-Orangen, kann ich mich erinnern. Es gab Kohl, gab es eigentlich immer, oder Sauerkraut. Das, wenn ich mich so zurückerinnere, wenn ich bei uns in die Kaufhalle, hatten wir damals gesagt, reingehe, dann sah das Obst und Gemüse, diese Abteilung, schon recht mau aus. Im Sommer hatten wir zum Beispiel Wassermelonen aus Bulgarien oder Ungarn. Das habe ich natürlich auch sehr genossen. Oder im Juni war die Erdbeerzeit. Ich weiß noch, ich war mit meinem Vater immer Erdbeeren pflücken. Wir haben dann immer so 10 Körbe gepflückt.
Meine Mutter hat diese Erdbeeren dann gesäubert und einen Großteil eingeweckt und wir konnten uns dann mal ein paar Tage richtig satt essen an Erdbeeren. Und das habe ich auch sehr geliebt. Im Sommer war auch so die Kirschenzeit oder später die Birnen, die Pflaumen. Also immer regionale Früchte. Ich weiß noch, die Apfelsorten, die wir hatten, waren jetzt nicht so unbedingt so lecker, kann ich mich erinnern. Aber im Winter oder vor Weihnachten gab es immer so rotbäckige Äpfel und die habe ich sehr geliebt. Oder da gab es dann eben auch richtige Orangen und Mandarinen. Also ich muss schon sagen, als Kind habe ich auch schon sehr gern Früchte geliebt. Auch Gemüse wie Gurken, Tomaten, Radieschen. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich jetzt einfach so innerlich zurückgehe, saß ich im Sommer oft auf dem Balkon meiner Eltern und habe dann zum Beispiel Brot gegessen mit belegten Gurken, belegten Tomaten oder Radieschen, da war immer noch ein bisschen Schnittlauch drüber. Und das habe ich schon sehr geliebt, sehr einfach. Aber ich habe eben auch süße Speisen geliebt, ob das Grießbrei, Eierkuchen, Pudding, diese ganzen Sachen, die ja der Gesundheit nicht so zuträglich sind, die habe ich schon geliebt. Aber was sich sehr abgezeichnet hat, ich war nie so dem Fleisch zugetan, also tierischen Produkten, also wirklich Fleisch oder Wurst. Da gab es nur ganz wenige Sachen, die ich gern gegessen habe. Sonst habe ich die meiste Zeit schon vegetarisch gegessen. Das muss ich schon sagen, das hat sich schon sehr früh abgezeichnet. Ich kann mich erinnern, das muss in den 80er Jahren gewesen sein. Ich war mit meinen Eltern an der Ostsee. Wir hatten Besuch aus der Nähe von Schwerin, da wohnte Verwandtschaft und wir haben gegrillt. Und da gab es so polnische Knacker, kann ich mich erinnern. Da habe ich so ein bisschen was mitgegessen und in der Nacht war mir wirklich speiübel. Mir ging es so schlecht und danach habe ich nie wieder was vom Grill gegessen. Das hat mich so geschüttelt, das hat schon der Geruch allein hat bei mir so übel ausgelöst, dass ich nie wieder an gegrillte Speisen herangekommen bin. Die nächste Frage, welche Einstellung hatten deine Eltern? Ich habe ja schon erwähnt, meine Eltern waren ganz normal, nicht sonderlich alternativ, weder in der Lebensweise noch was die Ernährung anbetraf. Aber was ich meinen Eltern immer hoch anrechne, egal welchen Weg ich gegangen bin, was die Ernährung angeht, haben sie das immer unterstützt. Mit 15 Jahren habe ich eine Dokumentation gesehen, wie die Rinder zur Schlachtung transportiert wurden. Das wusste ich so nie. Ich dachte wirklich bis dahin, die Tiere sterben und dann essen wir sie. Ja, so naiv habe ich eben damals gedacht. Wurde ja auch nicht groß aufgeklärt. Dann habe ich wirklich viele Tränen vergossen, weiß ich noch, und habe ich entschieden, ich esse keinen Rind mehr. Ein Jahr später ist mir bewusst geworden, das geht aber allen Tieren so, bin mit 16 Vegetarierin geworden und meine Eltern haben das einfach gut mitgetragen. Sie dachten zwar, ach, das ist nur eine Laune, das vergeht wieder, sie wird dann schon irgendwann wieder Fleisch essen. Aber sie haben mich jetzt nie unter Druck gesetzt oder haben gesagt, du musst das jetzt essen. Sie haben mich immer machen lassen, dann irgendwann mit 16 auch angefangen, mit 16, 17 einfach selber zu kochen, weil ich nicht immer Lust hatte, nur die Beilagen zu essen. Und sie haben da einfach mitgemacht. Gut, mein Vater war eh auf Montage, da war immer nur am Wochenende zu Hause. Mit meiner Mutter habe ich ein sehr enges Verhältnis schon auch damals gehabt und sie hat das einfach mitgetragen und hat dann auch immer die ganzen Rezepte mitprobiert und war mit meine beste Kritikerin. Ich habe ja in den letzten Jahren auch immer wieder Nachrichten bekommen von Jugendlichen, jungen Menschen, die noch zu Hause wohnen, wo die Familie sehr Ärger gemacht hat, weil sie sich für eine vegetarische oder eine vegane oder gar eine Rohkosternährung entschieden haben. Ich muss sagen, da bin ich wirklich da ganz tolerant behandelt worden und das rechne ich meinen Eltern wirklich hoch an. Die nächste Frage, gab es eine Zeit, in der du gern Fleisch gegessen hast? Also wenn ich mal zurückdenke, gab es diese Zeit nie. Es gab ganz wenige fleischliche Produkt oder Wurst, die ich gern gegessen habe, aber das war wirklich minimal. Es gab eigentlich keine Zeit, in der ich gern oder viel Fleisch gegessen habe. Was war dein Lieblingsessen als Kind? Ich glaube, das ist jetzt schon im Laufe des Videos gefallen. Ich habe im Juni die Erdbeeren geliebt. Ich habe im Sommer auch die Wassermelonen geliebt oder die Orangen. Im Winter, ich habe auch gewisses Gemüse geliebt. Die Radieschen, Gurken, Tomaten, dieses regionale Gemüse, was wir damals im Sommer hatten. Was ich aber auch sehr mochte, fällt mir gerade wieder ein. Wir haben ab und zu Zucchini bekommen aus dem Garten einer Freundin meiner Mutter. Das gab es damals gar nicht so in den Geschäften, so DDR-Zeiten. Meine Mutter hat die Zucchini immer so in Butter gebraten, gedünstet. Dazu gab es immer Butterbrot und das habe ich schon sehr geliebt. Oder auch panierten Blumenkohl. Also schon auch so Gemüsegerichte oder auch Gemüseeintöpfe und natürlich die süßen Speisen. Also direkt eine richtige, absolute Lieblingsspeise hatte ich nicht, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Was für eine Schule hast du besucht? Ich habe damals eine, ich glaube, polytechnische Oberschule hieß diese Schule, also heutzutage würde man eine Realschule dazu sagen. Also ich habe von der 1. bis zur 10. Klasse eine Schule besucht und bin darüber auch sehr, sehr dankbar. Ich bin praktisch von der 1. bis zur 8. Klasse immer mit den gleichen Schülern zur Schule gegangen. In der 8. Klasse war es dann so, diejenigen, die das Abitur machen wollten, haben sich dann
Ende der 8. Klasse oder Mitte der 8. Klasse entschieden und sind dann ab der 9. Klasse auf ein Gymnasium gegangen. Ich weiß schon gar nicht, wie das damals hieß. Vielleicht Oberschule, aber heute heißt es ja Gymnasium. Ich glaube, damals hieß es nicht Gymnasium. Ich habe mich, weil Mathe nie so meine Stärke war, dagegen entschieden und ich wollte auch nicht aus dieser Gemeinschaft weg. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne zur Schule gegangen. Ich habe meine Schule geliebt, ich habe meine Klassenkameraden geliebt. Ich war, glaube ich, kaum krank. Ich bin sehr, sehr gern damals in die Schule gegangen. Dann habe ich da die 10. Klasse gemacht, dann erst meine Ausbildung zur Bürokauffrau. Dann habe ich mein Abitur nachgeholt, weil ich dann doch überlegt habe zu studieren, weil mich gewisse Themen interessiert haben. Mein Abitur nachgeholt und habe mich dann für ein Studium für Afrikanistik und Deutsch als Fremdsprache entschieden. Nochmal zur Schule. Also ich bin damals sehr gern zur Schule gegangen und stehe heute dieser Schulbildung sehr kritisch gegenüber. Beschäftige mich auch viel so mit Bildungsfreiheit, freiem Lernen. Das ist auch so ein Thema, so ein Herzensthema von mir. Also ich veröffentliche dazu auch einiges auf YouTube in den letzten Jahren. Auch mal Interview mit der Julia von Händchen in Hand. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Auch gerade in der heutigen Zeit sollte man genauer schauen, wie es den Kindern und Jugendlichen in den Schulen geht und vor allem, was ihnen da beigebracht wird. Und jetzt haben wir da so eine unerträgliche Situation, was ich sehr erschütternd finde. Und ich halte meine Kinder, meine Söhne davon fern. Zum Schluss noch eine Erinnerung für euch, fällt mir gerade ein. 1992 bin ich Vegetarierin geworden im Oktober. Ich weiß das noch ganz genau. Und dann die nächsten Jahre über in kleinen Schritten bin ich dann Veganerin geworden. Und im März 1998 fiel mir auf, oh, ich esse jetzt schon ein paar Monate vegan. Und das habe ich so laut vor mich hingedacht. Ich glaube, meine Mutter war auch im Raum. Und das Erste, was sie sagte, also ich finde Veganer bescheuert oder so ähnlich. Ich war es mir so ganz entsetzt. Und dann hat sie mir auch erläutert, wieso damals in dieser Zeit, 97, 98, gab es wohl auch ein paar Berichte im Fernsehen über militante Veganer, die dann eben auch Scheiben bei der Metzgerei einschlugen oder so gewisse, sag ich mal, gewalttätige Akte. Und das hat sie gar nicht zusammengekriegt, dass ich mich da jetzt so bezeichne als Veganer. Und dann habe ich ihr natürlich in der nächsten Zeit aufgezeigt, wie wundervoll die vegane Ernährung sein kann, wie gut sie schmeckt und dass sie auch für unsere Gesundheit förderlich ist. Also dieses Vorurteil hat sie dann schnell aufgegeben, hat ja auch viele andere Veganer in meinem Umfeld kennengelernt. Das war es für mich, ein kleiner Einblick in meine Vergangenheit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne eure Meinungen und Gedanken unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine besinnliche Weihnachtszeit, einen harmonischen Jahresausklang. Ich wünsche euch auch ganz viel Mut, Kraft, Hoffnung und Zuversicht, diese immensen Herausforderungen, die uns im Außen begegnen, gut zu überstehen. Alles Liebe für euch, eure Silke.